Fresser. Zwar fressen die Körnchen, Würmer, Käfer, tote Tiere, wenn sie etwas finden. Also die Hühner sind in der Wildnis eigentlich den ganzen Tag unterwegs und scharren und graben den Boden nur nach Fetten. Und eben damit sie die Körnchen können verdauen, das haben viele Vögel so, dass sie den Stein fressen. Und dann mit ihrem Magen ist auch extrem dick, hat eine ganz große Muskeln und mit diesen Steinen zusammen tut ihm das so richtig die Körnchen und das Futtermus ganz fest vermahlen. Und so können sie eigentlich alle auch die härtesten Sachen verdauen. Das sind sogenannte Appenzeller Spitzhubenhühner. Das ist so eine recht seltene Rasse, die aber vom Verhalten her noch ganz, ganz nahe am Ursprungshuhn ist. Die Hühner stammen ja aus Südostasien, vom sogenannten Bankia-Huhn. Und das ist auch das Huhn, das lebt eigentlich tagsüber am Boden und in der Nacht fliegt es auf Bäume auf und übernachten. Und das machen die übrigens auch, sind so ein bisschen die wildesten Bewohner im Tierpark, die nicht im Stall gehen schlafen, sondern auf dem Baum. Und wie man sie auch gut erkennt, wenn man mal den Kopf anschauen kann, sie haben nicht, also der Kamm ist so nicht fleischig, sondern der Kamm ist eigentlich mehr zwei Teufelshörnchen mit einer Federhaube. Die Hühner leben in einer grossen Gruppe. Und in dieser Gruppe gibt es Hackordnung. Es gibt Hackordnung zwischen den verschiedenen Typen. Es gibt aber auch Hackordnung zwischen den verschiedenen Hühnern. Und dort geht es auch darum, so vor allem wer am höchsten darf schlafen auf dem Baum. So die ranghöchsten Hühner, kann man sagen, schlafen zu oberst auf dem Baum. Und die, die eher so tief in der Hackordnung sind, die schlafen eher auf den tieferen Ästen. Und man hat nicht gerade noch Krähen gehört, dass Krähen von den Gütern, das ist einfach eine Revierabgrenzung gegen andere Gruppen. Meistens so, die Männchen, jetzt gerade bei den Hühnern, sind die Grösse. Je nach Kammart ist auch die Kammgrösse. Man sieht jetzt hier hinten, das ist ein Teufelshörnchen, also der fleischige Kamm, den sieht man mit den Männchen sehr gut. Bei den Weibchen fast nicht, ist versteckt. Auch die Federhaube ist viel grösser. Und dann typisch bei allen Hühnern sind da, ist da der Bogen, die bogenen Schwanzfedern. Also schön langgezogen mit einem schönen Bogen. Das ist typisch bei den Männchen, das haben die Weibchen nicht. Und die Männchen haben hier um den Hals also wunderschön langgezogene Federn, die bei den Weibchen eigentlich wo man wirklich nicht sieht. Wir haben im Tierpark 3 Hühnerrassen. Wir haben eben hier unsere Appenzeller Spitzhuben, dann haben wir noch Seidenhühner und wir haben noch Zwergwelsungen.